Name ist Dr. Stefan Jürzek, ich bin ärztlicher Leiter des Kinderwunschzentrums Döblings. Circa 10-15% aller Frauen leiden unter dem polyzystischen Ovar-Syndrom. Ein Kardinalsymptom dieser Diagnose ist der unregelmäßige Zyklus, der bereits nach der ersten Monatsblutung, das heißt nach der Menarche, existiert. Das heißt, bei 80% der Frauen, die weniger als 6 Monatsblutungen pro Jahr haben, kann man davon ausgehen, dass sie ein PCO-Syndrom haben. Es ist so, dass man davon ausgeht heutzutage, dass es 2 Typen von Frauen gibt, die an dem PCO-Syndrom leiden. Nämlich einerseits jene, die eher übergewichtig sind, bei denen es auch vermehrt zu diesen sehr häufigen Hauterscheinungen kommt, wie einer Akne bzw. einem Hirsutismus, das heißt einer vermehrten Behaarung, und jenen, die eher schlank sind. Ja, man nennt das auch Lean PCOS, die also diese typische Symptomatik nicht haben, allerdings trotzdem unter dieser Diagnostik oder mit Hilfe der Diagnostik in diese Gruppe fallen, weil auch sie eine vermehrte Androgenproduktion haben, also vermehrt erhöhte Hormonwerte, männliche Hormonwerte im Blut aufweisen und auch dieses typische Bild der Eierstöcke im Ultraschall. Hier im Kinderwunsch relevante Therapie dieser Patientinnen, sprich die Patientinnen, die zu uns kommen wegen des unerfüllten Kinderwunsches, beruht darauf, dass man versucht, die Eierstöcke zu stimulieren. Gelingt es uns nicht, die Eierstöcke zu aktivieren, sprich Eibläschen zum Wachstum zu bringen, so wäre der nächste Schritt die Gabe von Gonadotropinen, die man spritzen muss, beziehungsweise gäbe es auch eine operative Möglichkeit, die verdickte Haut der Eierstöcke mit Hilfe von Strom im Rahmen einer Laparoskopie behandeln. Und die dritte Therapievariante ist dann schlussendlich die künstliche Befruchtung, bei der man mit Hilfe von Gonadotropinen die reichlich vorhandenen Eibläschen zum Wachstum anregt. Ja, die Therapie des PCO an sich ist eine, die quasi vor der Kinderwunschtherapie bereits beginnen soll. Einerseits kann man medikamentös mit Nahrungsergänzungsmitteln wie dem Myo-Inositol versuchen, das hormonelle Gleichgewicht zu unterstützen oder in Gang zu bringen. Ebenfalls sind nebst diesen diätetischen Maßnahmen auch wichtig, vor allem bei den leicht übergewichtigen Patientinnen oder übergewichtigen Patientinnen, sie zu einer Gewichtsabnahme zu motivieren, weil man weiß, dass selbst bei einer 10%igen Gewichtsreduktion der Mechanismus der spontanen Ovulation wieder in Gang gesetzt werden kann. Das heißt, Sport, Gewichtsabnahme und Nahrungsergänzungsmittel können schon als Vorbereitung für eine Kinderwunschtherapie hilfreich sein. Man weiß, dass die Eizellqualität ganz generell bei PCO-Patientinnen schlechter ist als bei Patientinnen, die nicht an einem PCO leiden. Aber dadurch, dass die Menge größer ist, ist statistisch die Wahrscheinlichkeit doch gegeben, dass man sich den Kinderwunsch erfüllen kann. Das heißt, die Schwangerschaftsrate, die, sagen wir mal, heutzutage zu erwarten ist, das heißt pro Transfer über 30%, ist auch in diesem Patientenkollektiv realistisch.